Willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben beim letzten Mal ein wenig Aufräumarbeiten gemacht und... Moment mal, was sehe ich denn da vorne? Ach so, ja genau. Und ein paar kleinere Angelegenheiten in Ordnung gebracht. Und diesmal geht's nach Oberklein-Wieselberg und da bauen wir uns ein... Naja, was wohl? Ein Lager. Na, ein Lagerhaus. Ich bin ja der Kistenfanatiker und deswegen muss da auch ein großes Lagerhaus hin. So, was nehme ich alles mit? Ich brauche Zaun, denn es soll ja auch eine Weide dahin. Also ich vermute mal, dass wir uns jetzt... Moment, Zaun hier. Dass wir uns eine Weile länger da in Oberklein-Wieselberg aufhalten. Und ich brauche noch... Ja, das Tor auch, genau. Den Rest lasse ich mal hier. Ja. Ich brauche noch Holz. Wo haben wir denn? Da haben wir wohl... Ja, da haben wir... Genug, das reicht jetzt erstmal. Moment, ich sehe gerade, ja, das kann ich auch so sehen, dass wir wenige Fackeln haben, ne? Dann nehme ich mal ein paar mehr mit. Da sind sie nicht drin. Da sind auch keine mehr. Hui, dann muss ich ja Stöckchen und Kohle besorgen. Na, dann bauen wir uns doch mal einen Satz Fackeln. Kohle war hier. So, na, da brauche ich eigentlich gar keine Werkbank. So, jetzt haben wir aber wieder genug. Weg, weg, weg und weg. Ah, ich sehe gerade, dass wir auch noch ein bisschen Werkzeug bauen könnten. Na ja, dann mal los. Das kann nicht schaden. Ja, das ist ein bisschen wenig. Moment, so. Eigentlich hätten wir doch da vorne noch Stöckchen. Ja, na gut, jetzt nehmen wir diese hier. Nee, ich nehme mal noch ein bisschen mehr mit. Wird wahrscheinlich nicht reichen. So, dann erstmal eine Axt. Wir werden da sicherlich noch ein paar Bäume fällen müssen. So, eine Schaufel. Moment, ich kann ja... Ja, doch, eine Spitzhacke auch gleich nochmal. So. Oh, das war alles. Aber für die Schaufel genügt das noch hier. Ja, das reicht jetzt erstmal an Werkzeug. Wie sieht's mit Rüstung aus? Oh ja, doch, noch gut. Okay, das packen wir weg. Weg, das weg und das weg. So, Zäune haben wir. Ein bisschen Holz, um Türen zu bauen. Bruchstein nehme ich noch ein bisschen mit. Wir werden gewiss auch ein bisschen Bruchstein brauchen. Und wir können drüben ja auch was abbauen. So, das reicht jetzt erstmal. Ja, ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal los. Wir haben jetzt ja einen schönen Weg. Also, dann, wenn wir drüben sind... sehen wir uns erstmal die Architektur an nochmal und dann entscheiden wir, wie wir das machen. Das Grundstück oder den Platz, wo wir das machen wollen, das wissen wir ja schon. Moment, ich wollte das noch einmal ausprobieren hier. Also ich habe es jetzt aufgegeben. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, das mit diesem Baum hier. Ich habe es aufgegeben. Also ich habe es mal in der Kopiewelt vor, was weiß ich, einigen Wochen, habe ich es mal ausprobiert. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich bin mal wieder aus dem Vollbildmodus rausgeflogen. Ich will dazu nichts weiter sagen. Na, das ist ja auch völlig sinnlos. So, also mit dem Baum. Da wollte ich auch nur noch einen Versuch machen. Ja, und wenn es dann nicht klappt, dann eben nicht. Dann kommt da kein Baum hin. Oder irgendwas anderes. Ich hatte die Idee, dass ich es noch... Ja, jetzt sind sie weg. Dass ich es nochmal mit einer Fichte versuche. Ja, gut. Ich laufe jetzt weiter. Und das kann ich ja machen. Aber ich bin da... Ja, auch nicht besonders zuversichtlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht die Nähe zu dem großen Haus. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Also, obwohl es eigentlich müsste. Und obwohl es schon mal geklappt hat in der Probewelt. Wie dem auch sei, ich habe keine Lust, mich darum zu ärgern. Ich bin ohnehin schon genervt genug von... ach nee, ich will einfach nicht davon reden. Türen, da sind Türen. Oh ja, ich kann ja mal nachsehen. Oh, ja, komm, wir haben genug Holz mit. Wir bauen uns einfach Türen vor Ort. So. Und sicherheitshalber mal wieder das Schwert in die Hand nehmen. So, die Brücke ist jetzt auch fertig, ja, genau. Haben wir ja letztes Mal fertig gemacht. Mit Fackeln und einem Durchgang. Ist das... Ne, das ist zwei breit. Okay.
Ja, wann machen wir denn die Flusserkundung? Ach, die mache ich, die machen wir dann, wenn ich Lust drauf habe. Ach, ich sehe gerade, hier sind auch noch Bäume. Da müssen wir auch einiges weghauen noch. So. Ja gut, es muss jetzt nicht alles jetzt sein. Aber da ein bisschen freier hauen kann man das ja. So. Aber der hier muss ganz weg, ja genau. Dann ist da so eine Lücke drin, aber das macht nichts. Ach ja, jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen, können wir ein bisschen was weghauen. Da müssen wir nicht eigens dafür dann irgendwie das mal machen. Oh, Moment, ich muss wieder hoch hier. So, ach komm, jetzt, wenn wir schon dabei sind, dann hauen wir den Baum ganz ab, denn also das ist ja dann auch doof. Machen wir die Arbeit fertig. So, das hier noch und das da oben. Und dann ist der Baum auch ganz weg. Und wir haben wieder mehr Holz. So, was haben wir denn hier? Das will hier nicht weg, weil da das... Ja. Oh je, das sieht ja schlimm aus. Okay, das reicht jetzt. Weiter geht's nach Oberklein-Wieselberg. Ja, also erstmal die Architektur ansehen, wie das denn nochmal war. Und dann entscheiden wir uns, wie wir das machen. Also als Grundlage auf jeden Fall können wir mal Bruchstein nehmen. Und das kann ruhig ein bisschen erhöht sein, dass man damit so eine Stufe rauf muss. Ja, okay. Dann haben wir das schon mal, dann haben wir das schon mal fest. Dann kann man ja die ein oder andere Seitenwand aus Bruchstein machen. Naja, die ein oder andere, es gibt nur vier. Zwei kleine, eine große. Zwei kleine, zwei große natürlich. Naja, und das andere wird wohl aus Eichenholz gemacht werden. Hier stehen ja genug Eichen rum. So, wie war das jetzt? Hier sollte es hin. Okay, dann. Oh, da ist noch ein Bewohner. Hallo, Herr Nachbar, wie geht's denn immer? Was? Ah, Kekse. Cool. Nee. Wo hast du denn deine ganzen anderen Nachbarn gelassen? Die sind alle weg. Ach so, das war ja der, der sie alle aufgefressen hat, oder? Ich gehe da mal lieber weg von dem. Ja. Wie machen wir das hier? Ja, ich kann. Ich hau einfach hier den Bruchstein hin. Ja, so. Nee, so nicht. Die Blume muss da weg. Okay, wo haben wir den Bruchstein hier? So. Moment, ich muss mich wieder orientieren. Ja, so und dann einfach mal nach da vorne. Das wird dann die Grundfläche. Größer bauen kann ich sie immer noch. Ja, das kommt noch weg hier. So, da und da. Und da kommt das hin. Okay, da muss ich noch ausbessern. Jetzt mache ich erstmal hier da noch, damit ich dann die Grundfläche mal abgesteckt habe. So, ja, und ich muss nachladen. Na, da habe ich wieder was übersehen. So. Das war zu viel. Ja, dann mache ich nachher weg. Ey, Moment, ich laufe hier Schlangenlinien. Das, so soll das nicht sein. Nee. Ach, ja, toll. Also wirklich. So. Da habe ich eins zu weit gemacht. So. Wie machen wir das denn? Bleiben wir denn hier oder bauen wir dann noch eins weg? Nö, das kommt weg. So. Okay. Dann bauen wir hier das zu. Okay. So, den Grundriss haben wir jetzt schon mal. Jetzt legen wir das alles noch aus hier. Oh, da ist dieser Zombie. Zombie sag ich schon hier, der Menschenfresser. Ja, wir werden schon klarkommen mit dem. Oh,
Ich habe keine Steine. Doch, ich habe noch Steine. Das reicht natürlich nicht. Hallo, hinlegen. Ah, ich glaube, ich muss hier erstmal Rasen mähen. Ah, nicht so. Ah, hallo, was denn? Nicht so hoch. Nee. Ich glaube, das mit dem Rasenmähen ist wirklich eine gute Idee. Aber jetzt ist erstmal Nacht. So, gehen wir mal ins Bett. Und buddeln morgen weiter. Naja, buddeln ja nicht, aber wir klatschen. Ja, wir klatschen mal. Diesmal nicht Erde, sondern Bruchstein. Das ist ja mal was Neues. Ey, rein hier. So, und gute Nacht. Ja, ich konnte mich ja gleich hinlegen. Na gut. Also war es schon spät genug. So, wir müssen... Oh, da brennt ein Zombie. Da sind ja gar keine Türen. Doch, da ist eine. Da ist keine. Ich mach da mal eine Tür hin. Ich muss mir sowieso gleich nochmal eine Werkbank dort vorne bauen. Was kann man denn da alles trennen? Zäune, okay. Falltüren. Ja. Ach, da haben wir noch Bruchstein. Sehr gut. Treppen brauche ich ja nur eine dann oder so. Da noch mehr und da noch was. Oh ja, das ist schön. Okay, dann will ich mir jetzt mal... Moment, haben wir da Bretter? Ja, gut, Eichenholz. Die will ich da nicht verwenden. Das ist Sand. Okay, dann müssen wir einfach mal hier raus was machen. Und dann kann ich hier mal ein paar Türen basteln. So, Inventar voll. Da kann ich aber das weglegen, das und das und das. Die Kisten auch erstmal, den Zaun ebenso. Das da, das da, das da, das da und das da. So, jetzt habe ich ein paar Türen. Wo muss ich jetzt eine Tür hinbauen? Hier. Wo sind die denn alle hin? Also ich verstehe das nicht. Nee, du kommst auch hierher. Moment, ist da innen auch noch? Nee, da ist nur eine. Da fehlt nur eine Tür. So, wo noch? Hat das Haus überhaupt keine Tür? Doch, da. Also ja, es hat keine Tür. Aber es hat eine Stelle, wo eine Tür hin sollte. So. Keine Ahnung, wo die Türen hin sind. Oh, das ist ein größeres Haus. Da ist auch keine Tür. So. Hier ist eine. Jetzt habe ich noch eine Tür im Inventar. Da ist auch eine. Ne, hoch da. Wie sieht es denn hier aus? Da und da ist eine Tür. Okay, was haben wir denn da vorne? Da steht noch so ein Haus etwas abseits. Wisst ihr noch, in dem haben wir ganz zu Anfang übernachtet. Ja, da ist aber eine Tür. Als unser Haus hier noch nicht stand. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. So, jetzt müssen wir hier nochmal rumlaufen. Oh, da liegt ja noch was. Da hinein. Ja, da fehlen die Schirme noch. So, wie sieht's da aus? Da ist eine Tür. Ach ja, da waren wir ja auch schon. Okay. Nö, dann sollten überall jetzt Türen sein. Da vorne noch. Ja, da ist eine Tür und da jetzt auch. Okay. Oh, ich sehe schon, ich krieg Hunger. So, das ist der Rasenmäher jetzt hier. Mit einem Stein. Ach so, ja, da muss ich essen, dann kann ich auch wieder laufen. Und noch ein Stück. So, zurück zum Stein. Oh nein, ich will ja nichts bauen oder noch nicht. So. So, jetzt kann man aber wieder besser hier. Ja, das sieht doch gut aus. Also das mit dem Gras gefällt mir ja sehr gut. Schön, dass da was wächst, aber... Ne, das geht schneller hier so. Schön, dass da was wächst, aber hier drin... nee, da stört's. Jetzt habe ich vergessen. Ja, ich kann da immer noch eine Schicht dran bauen. Ich laufe schon wieder Schlangenlinien. Und ich brauche neue Steine. So, zurück hier. Voll die Löcken im Boden. Aber die machen wir schon noch zu. Ups, da sind wir schon
am Ende angelangt. Sehr gut. Ach, dann sind wir ja bald fertig. Das ist ja nicht so viel. Und dann will ich mal prüfen, wie breit das ist. Denn am Rand geht ja jetzt noch eine Reihe weg für die Wand. Da steht ja die Wand dann drauf. Eins zu viel.